Tja, und wir bleiben thematisch im Dunstkreis des Nationalsozialismus. Zunächst mal, jemanden als Jude zu bezeichnen, ist per se keine Beleidigung. Das wäre ja wirklich bitter. Jemanden als Christ zu bezeichnen, ist es ja schließlich auch nicht. Nennt man einen Juden aber einen frechen Judenfunktionär, dann hat das eine andere Qualität, nämlich etwa die von Volksverhetzung. Denn diese Formulierweise erinnert an Texte wie in Hitlers Mein Kampf, wo er von frechen Juden schreibt. Und deshalb muss der NRW-Vorsitzende der Partei Die Rechte nun ein halbes Jahr ins Gefängnis. Das Amtsgericht Bielefeld möchte es, denn er hat den Chef der jüdischen Gemeinde Detmold Herford im Internet, wie erwähnt, bezeichnet. Das war vor gut anderthalb Jahren und das war für das Opfer bis heute eine lange und zermürbende Zeit. Heute soll Matidjahu Kellig, hier rechts im Bild, als Zeuge vor Gericht aussagen. Es ist bereits der dritte Anlauf. Begleitet wird der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Detmold Herford von seinem Rechtsanwalt. Seit Kellig vor Monaten Anzeige erstattete, fühlt er sich von der rechten Szene bedroht. Gemütslage ist ja, Nervosität, Unsicherheit. Ich weiß überhaupt nicht, was jetzt auf uns zukommt im dritten Anlauf. Es ist so, dass in dieser Zeit weiterhin im Netz Angriffe und Kommentare gesendet worden sind von der Seite des Herrn Kreuzig, die natürlich sehr belastend sind. Sascha Kreuzig, Vorsitzender der Partei Die Rechte in Nordrhein-Westfalen. Es ist nicht das erste Mal, dass er auf der Anklagebank Platz nehmen muss. Der 30-Jährige ist mehrfach vorbestraft. Diesmal wird ihm Beleidigung und Volksverhetzung vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, auf einer Internet-Homepage einen Artikel verfasst zu haben und im Rahmen dieses Artikels eine Äußerung antisemitischen Inhalts getätigt zu haben. Diese Äußerung selber räumt der Angeklagte auch im Rahmen der Hauptverhandlung ein. Der Angeklagte legt ein umfassendes Geständnis ab, sieht seine Äußerungen allerdings von der Meinungsfreiheit gedeckt. Auslöser war ein WDR-Bericht über einen Verlag aus Preußisch-Oldendorf. Dieser hat Werke von Neonazis im Sortiment. Gleichzeitig druckt er für die Stadtverwaltung das Amtsblatt. Solche Geschäftsbeziehungen hat Matidjahu Kellig in dem Bericht kritisiert. Der Angeklagte bezeichnete Kellig daraufhin als frechen Judenfunktionär. Eine klassische Rhetorik der Nazis. Kellig erstattete Anzeige. Es folgte das Gerichtsverfahren. Das Urteil für Kreuzig, 6 Monate ohne Bewährung wegen Beleidigung und Volksverhetzung. Die Begründung für das Urteil ist im Wesentlichen, dass die Äußerung, die der Angeklagte auf einer Internetseite verfasst hat, die Grenze der Meinungsfreiheit, die ja grundsätzlich vom Grundgesetz jedem Bürger zusteht, einfach überschritten hat und den Geschädigten in seiner Eigenschaft als Funktionär der jüdischen Gemeinde verletzt hat. Sascha Kreuzig muss befürchten, tatsächlich einzusitzen. Er will das Urteil anfechten. Matidjahu Kellig ist dagegen zufrieden. Der dreiste, freche Judenfunktionär, wenn das salonfähig gemacht wird und nicht beurteilt und verurteilt wird, dann haben wir wirklich ein ganz großes Problem. Und insofern bin ich für dieses Urteil dankbar. Dass er zukünftig nicht mehr beleidigt oder bedroht wird, bezweifelt der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde jedoch. Wir kommen zu unserem nächsten.